Ja, wunderschöner guten Tag. Ja, mir fällt es relativ schwierig, was Neues zu erzählen, weil die Woche relativ kurz war. Wir werden auf Marvin Wanicek verzichten müssen, Robin Bormuth, Leon Jensen, Lazar Mirkovic und Paul Löhr, die weiterhin aufgrund unterschiedlicher Verletzungen bzw. aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre morgen nicht dabei sein können. Dennoch werden wir eine schlagkräftige Mannschaft mit nach Nürnberg nehmen und werden versuchen, weiter nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch leistungstechnisch in der Spur zu bleiben und versuchen, unser Punktekonto weiter aufzufüllen. Kurz und knapp, damit sind wir schon bei euren Fragen gerne per Hand oder digitaler Hand oder auch im Chat, wie gewohnt. Peter Putzing schreibt, stehen Kilian Jakob und Dominik Kota im Kader? Ja, den Kader werde ich jetzt im Anschluss an diese PK festlegen. Insofern ist das noch nicht final entschieden. Weitere Fragen aus der Runde? Harald Linder. Christian, du sagtest, du willst ergebnis- und leistungstechnisch weiter in der Spur bleiben. Ergebnistechnisch kann ich nachvollziehen. Leistungstechnisch hat mir im letzten Spiel vor allem das Mittelfeld nicht gefallen. Gibt es da irgendwelche Optionen, wo du sagst, das und das müssen wir verändern? Ja, die gibt's. Das haben wir mit der Mannschaft auch besprochen. Das sind nach wie vor zum einen bekannte Themen, die wir aus dem letzten Jahr noch haben, wie das Thema Entscheidungsfindung im Übergangsspiel beziehungsweise im vorderen Drittel. Das haben wir mit der Mannschaft auch wieder, wie wir das jede Woche machen, auf Video aufgearbeitet. Die Bilder sind da immer sehr ehrlich. Und da versuchen wir natürlich immer wieder speziell in diesen Bereichen Szenen herauszufiltern, um es dem einzelnen Mannschaftsteil, aber auch der gesamten Gruppe natürlich dann auch vor Augen zu führen, in welche Richtung es gehen muss in Sachen Entwicklung. Das ist zum einen immer wieder den ganzen Platz weitestgehend zu scannen, was rund um meine Position passiert. Und was dann auch möglich ist, in eine weitere Ebene zu kommen. Und zum anderen müssen wir natürlich auch schauen, dass wir, wenn ich mal längere Zeit nicht an der Kugel war, dass ich dann aktiver nach der Kugel frage. Und das sind zwei Bereiche, wo wir im Übergangsspiel und im finalen Bereich zulegen müssen. Ich empfand aber auch, dass die Mannschaft, was die Defensivarbeit anbelangt, gerade in Unterzahl dann ein großes Kompliment verdient gehabt hat. Und ja, irgendwo eine gute Mitte zu finden, wird unsere Aufgabe sein, eine gute Balance zu haben, um das eine zu verbessern, um das andere nicht zu vernachlässigen. Und darum wird es die nächsten Wochen unabhängig vom morgigen Spiel gehen. BadenTV fragt nach, wie sind deine ersten Eindrücke von Kilian Jakob und bestätigt er bislang seine selbst geäußerten Äußerungen, mehr als ein Backup sein zu wollen? Ja, ich glaube, da ist es noch zu früh, um diese Dinge zu bewerten. Ich bin grundsätzlich kein Mensch, der nach 4 gespielten Spielen irgendjemand in den Himmel lobt und andererseits irgendjemand schon abgehängt sieht, sondern auch da geht es darum, wir haben erste Eindrücke gesammelt, unabhängig von Kilian, betrifft alle, betrifft die ganze Mannschaft, unabhängig von Neuzugang oder schon ein Spieler, der da war. Ja, eine Saison ist sehr, sehr lang und wenn ich ans letzte Jahr denke, da hat sich die Mannschaft, die dann vielleicht 70, 80% der Spiele gespielt hat, auch auf Strecke erst gefunden. Und das ist ein völlig normaler Vorgang und deswegen kann das nur wiederholen, gebetsmühlenartig. Wir werden jeden Spieler brauchen und wir sind eine kleinere Gruppe aktuell. Und das hat den einen oder anderen Vorteil. Und ja, das wird sich die nächsten Spiele dann verfestigen und dann werden wir schauen, was wir dafür bekommen. René Dankert von den Badischen Neuesten Nachrichten will wissen, inwieweit verändert ein Gegner, der mit Mittelfeldraute spielt, deine personelle bzw. taktische Marschrichtung? Ja, das werden wir morgen Abend sehen.
inwiefern sie eine Konsequenz hat oder vielleicht auch keine Konsequenz. Das ist etwas, was wir vor jedem Spiel wahrnehmen, was der Gegner macht und was er für grundsätzliche Ideen mit aufs Parkett bringt. Und dann schauen wir natürlich auf der anderen Seite, was unser aktueller Stand ist, wie sind die Jungs, in welcher Verfassung, was passt ein Stück weit auch zum Gegner, ohne sich da zu sehr einen Kopf daraus auch zu machen. Das ist mir heutzutage in manchen Momenten auch alles ein Ticken zu viel, weil wir müssen schauen, dass wir einige Dinge, die wir bisher gut gemacht haben, mitnehmen und die Dinge, die wir ja auch immer wieder im Austausch hier pflegen, zu verbessern, und dann könnte das auch wiederum eine enge Partie geben. Zweite Frage: Wie groß sind die Chancen für Tim Breithaupt zu spielen, da Marvin Wanicek ja gesperrt ausfällt? Ja, hat eine gute Möglichkeit, logischerweise. Ich empfand seine Einwechslung letzte Woche wie auch der anderen Spieler sehr wohltuend. Tim hat eine gewisse Ruhe ausgestrahlt auf der Position, diese Dinge eingebracht, für die er auch steht. Hat ein gutes Passspiel reingebracht, auch wenn es nicht ganz so einfach war. Und seine läuferische Stärke war in dem Moment dann auch gefragt. Und deswegen hat er gute Möglichkeiten, logischerweise, dass er morgen spielt. Kann aber auch sein, dass Lukas Fröde zum Einsatz kommt. Da haben wir gerade in der Zentrale, wenn man jetzt mal sieht, dass wir da zwei Ausfälle haben mit Marvin Wanicek plus Leon Jensen, trotzdem immer noch genug Möglichkeiten, um Dinge aufzufangen. Melanie Hofeins von Main KA will wissen, ob in der Länderspielpause ein Testspiel geplant ist. Ja, wir werden am Donnerstag, ist der 2. September, gegen Mainz 05 spielen. In Mainz. Also. Genau, in Mainz. Hier aber noch die Info von mir vorab. Die Mainzer sind sich noch nicht ganz klar, ob das Spiel mit oder ohne Zuschauer bzw. öffentlich oder nicht öffentlich stattfinden wird. Deswegen sind wir da auch noch nicht in die Kommunikation gegangen dazu. BadenTV fragt nach: Marco Tiede nur noch von der Bank oder ist er für dich ein Kandidat, der nach den Eindrücken der letzten Woche auch mal vorne reingeworfen werden könnte? Ja, nur noch von der Bank, das hört sich so negativ an. Ich glaube, wir sind sehr froh, dass wir auf der Rechtsverteidigerposition eine richtige Luxussituation haben. Maiko Tiede hat ein super Jahr hinter sich, hatte jetzt in der Vorbereitung leider die Geschichte mit der Gehirnerschütterung. Sebastian Jung spielt es gerade sehr zufriedenstellend, ist ein richtig guter Spieler für uns auf der Position. Und ja, wir haben letztes Jahr aus der Not dann auch mal eine Tugend gemacht, indem Maiko Tiede rechts vorne gespielt hat, weil wir durch die Corona-Geschichten plus die ein oder andere Verletzung da ein bisschen dünn aufgestellt waren. Das kann durchaus eine Option sein. Aber wir haben gerade auf der Position auch logischerweise den ein oder anderen offensiven Spieler, und da müssen wir immer wieder schauen, was ist gefragt. Letzte Woche hat es Maiko Tiede für mich sehr, sehr zufriedenstellend gelöst, und jetzt haben wir morgen, beginnen wir wieder mit 11 Mann. Da werden wir schauen, was für eine Lösung wir da finden werden. Weitere Fragen aus der Runde: Nils Bohl von der dpa, die Hand oben. Ich möchte nochmal zurück zu Marvin Wanicek. Wie schwer wiegt denn der Verlust von Marvin Wanicek und kann man den kompensieren, und wenn ja, wie? Ja, ich glaube, Marvin hat sich die letzten Monate unter uns zu einem enorm wichtigen Spieler entwickelt. Er ist aus unserer Sicht auch nochmal klarer geworden. Weiß in der Entscheidungsfindung eigentlich immer besser, wann er was zu machen hat, wann spiele ich direkt, wann spiele ich mit zwei Kontakten, und ja, hat seine Laufstärke und sein Auge immer dabei. Also es ist für uns einfach ein sehr wichtiger Fixpunkt geworden im Spiel. Dennoch haben wir letztes Jahr auch einmal auf Marvin verzichten müssen. Das war, glaube ich, durch seine Bänderverletzung zu Hause gegen Sandhausen. Das Ergebnis haben wir dann auch positiv gestaltet. Das müssen wir einfach als Gruppe auffangen. Da haben wir aber auch gute Jungs hinten dran, die sich das dann auch mal verdient haben, die dann auch das ein oder andere Mal warten müssen. Und das geht ja nur Hand in Hand mit dem, was ich vorhin angesprochen habe. Wir werden jeden Spieler bei uns beim KSC benötigen. Und das ist morgen eine Möglichkeit für jemand anderen zu zeigen, dass es auch ein guter Spieler ist. Und darauf freue ich mich.
weil wir einige Jungs haben, die nicht immer wieder zum Einsatz kommen. Gibt es weitere Fragen? Harald Linder nochmal, ja. Christian, du hast die Laufstrecke von Marvin Wanicek eben angesprochen, aber insgesamt gehört deine Mannschaft zu den laufschwächsten Teams in der zweiten Liga. Ist das ein Thema, was bei euch im Training stattfindet? Weil ich bin der Meinung, wenn die Mannschaft viel läuft, dann spielt sie auch viel besser. Ja. Und eine Mannschaft, die am wenigsten läuft, hat 8 Punkte. Also irgendwo dazwischen liegt wie vieles im Leben. Die Wahrheit, das ist ein Thema, das wir logischerweise auch aufgenommen haben, das wir intern auch ja, zusammen mit den Jungs besprechen. Das geht auch so ein bisschen vergleichsweise mit deiner Frage von vorhin, was die Verbesserungsmöglichkeiten anbelangt. Das ist sicherlich ein Bereich, wo wir Luft nach oben haben. Ich bin aber überzeugt davon, dass das von alleine kommen wird. Das hat so eine gewisse Verbindung auch mit dem Spiel mit Ball. Wie sehr frage ich nach dem Ball? Wie sehr verändere ich meine Position? Das gibt alles Meter, auch wenn es sich vielleicht so mal in der Theorie nicht so viel anhört. Und das müssen wir versuchen, in Einklang zu bekommen. Man schaut natürlich auch mal immer und vergleicht, was machen die anderen. Ja, wenn ich jetzt die Mannschaft aus Bremen letzte Woche vergleiche und mir beenden das Spiel zu 11, dann ist das, glaube ich, pari pari am Ende. Ich habe das ein oder andere Bundesligaspiel auch angeschaut, da war es auch nicht viel mehr. Also das ist, man orientiert sich auch mal, wie ist gerade der Stand, wie ist die Situation. Aber das sind Dinge, die wir wahrnehmen, denen wir jetzt aber auch nicht aktuell gerade die riesengroße Bedeutung zukommen lassen. Weil ich im Spiel jetzt beispielsweise nicht den Eindruck habe, dass das jetzt der Grund ist, warum vielleicht das und das noch nicht so funktioniert hat. Das ist ein Teilbereich. Ich weiß aber auch, dass das durch die ganzen Daten, die heutzutage abfragbar sind im Fußball, und so hat sich der Fußball entwickelt, generell das Leben entwickelt, das ist alles immer abgreifbarer, alles transparenter. Ich weiß nicht, ob wir vor 10 Jahren jede Woche immer so viel gelaufen sind. Und da gab es die Daten nicht in der Hülle und Fülle. Also eine gute Mischung finden, auch in dem Bereich, das tun wir, da sind wir wachsam. Aber wir müssen es auch nicht überhöhen, weil ich eine sehr fleißige Mannschaft habe. Weitere Fragen? Nils. Ich hätte noch so eine kleine Heckenschützenfrage. Und zwar wird gerade diskutiert, ob man das Wildparkstadion, habe ich ja gelesen, und in Darmstadt, das sind die einzigen beiden Stadien, wo es keine rauchfreien Zonen gibt, keine Nichtraucherzonen. Wenn der Christian Eichner das entscheiden müsste oder einen Beitrag dazu liefern, was wäre dein Beitrag oder deine Vorstellung? Also dann mache ich eine Anekdote aus meiner Kindheit. Früher gab es ja samstags nachmittags das Spiel bei einem Sender im Fernsehen. Und dann hatten wir nicht zu Hause. Dann ist man immer ins Clubhaus gegangen und hat dann das Spiel dort angeschaut. Als ich nach Hause gekommen bin, hatte mir mein Vater schon die Ersatzklamotten vor die Haustür gelegt, weil es wurde geraucht. Und dementsprechend haben dann meine Kleider auch gerochen, also habe ich mich dann umgezogen und dann war das alles wieder okay. Warum ich das erzähle, ja, das muss jeder für sich selber wissen, wie er mit diesem Thema umgeht. Ich halte mich aus diesen Geschichten raus, weil ich habe keine Beeinflussung zu dieser Geschichte. Das war ähnlich schon bei der Corona-Situation. Den einen stürzt, den anderen stürzt nicht. Ich schaue, dass wir morgen 11 gute Spieler auf den Platz bekommen. Und dann überlasse ich die Bewertung euch, in welcher Form es dort dann auch weitergeht. Im BB Bank Wildpark, beziehungsweise auch früher im Altstadion, war in den Familienblöcken übrigens schon immer die Empfehlung, nicht zu rauchen. Also es war kein offiziell ausgeschriebenes Verbot, aber es war allgemein bekannt so, dass da nicht geraucht wird, beziehungsweise nicht geraucht werden soll.
Das kurz von meiner Seite auch dazu. Melanie Hofeins für Mein KA nochmal. Wo siehst du die Stärken von Nürnberg? Worauf müsst ihr besonders achten? Ja, jetzt vom Rauchen zum Fußball. Ist ähnlich empfinde ich sie vom Gesamtpaket wie bei uns. Nicht nur, weil sie noch kein Spiel verloren haben, sondern weil sie auch das Gerüst beisammen behalten haben. Es sind einige Spieler vom letzten Jahr noch dabei. Haben eine super Mischung für mich. Extrem viele junge Spieler, auch im Kader, beziehungsweise ja auf dem Feld gehabt letztes Jahr. Und ja, ein paar interessante, schlaue Transfers für mich getätigt. Und ja, ich habe sie letztes Jahr schon weiter vorne erwartet. Ich erwarte sie auch dieses Jahr wieder, auch wenn ich mich dann zumindest ergebnistechnisch am Ende sie weiter vorne erwartet hätte letztes Jahr und ich mich da getäuscht habe, erwarte ich sie dieses Jahr auch wieder als eine Mannschaft, wo man dann, ja, für mich jetzt nicht, aber vielleicht jemand Außenstehendes als eine Überraschung werden könnte in dieser Liga, gerade aufgrund der Tatsache, dass sie eine gute Mischung haben, dass sie beisammen geblieben sind, dass sie jetzt sicherlich auch, hatten ja auch einen neuen Trainer letztes Jahr, so ein bisschen mehr, wahrscheinlich noch mehr zusammengekommen sind. Was will der Trainer? Wie bekommen sie es in Einklang? Und ja, auch wenig Tore bisher bekommen. Deswegen erwarte ich das, was ich vorhin angesprochen habe, eine extrem enge Partie. Und mich würde es nicht überraschen, wenn es ein Tor Unterschied gibt, wenn es einen Sieger gibt morgen. Und deswegen müssen wir sehr schlau sein und müssen diese Attribute, die wir jetzt gerade im Defensivverbund sehr ordentlich gemacht haben, auf alle Fälle nachher im Bus haben. Baden TV wünscht sich nochmal einen Blick auf kommenden Sonntag, das ist die DFB-Pokalauslosung. Wenn du dir einen Gegner wünschen könntest, welcher wäre es? Nicht der, der gestern Abend gespielt hat. Das brauche ich nicht. Aber ich habe das ja schon mal, glaube ich, nach der ersten Pokalrunde geäußert. Ich ja, habe eine schöne Vorstellung. Mitte Oktober, leichter Nebel, dunkel und ein starker Gegner im eigenen Stadion, volles Haus. Ja, so wünsche ich mir einen DFB-Pokalabend in Karlsruhe. Gibt es noch weitere Fragen? Ich schaue noch mal in die Runde. Harald Linder hat die Hand nach oben. Ja, Christian, ich habe noch eine Frage. Robin Bormuth fällt ja weiterhin aus. Daniel Gordon hat für mich überragend gespielt. Den kannst du eigentlich vermutlich nachts wecken und sagen, steh auf dem Platz und es funktioniert. Was macht den so stark? Die Liebe zum Spiel. Er ist noch einer vom alten Schlag. So noch eine andere Generation, der genau weiß, dass jedes Spiel für ihn ein Geschenk ist, weil er ein gewisses Alter hat, weil er, ja, ich kann mit diesem Begriff Standby nicht so viel anfangen, weil er einfach seine Rolle annimmt. Ich glaube, das trifft es am besten. Wir haben ja alle eine Rolle, ist ganz normal. Und die nimmt er zu 100% an. Er ist von der Bank eine wichtige Triebfeder für die ganze Gruppe. Es ist sehr, sehr wichtig, dass er dabei ist. Ich glaube, wir haben das schon oft hier betont. Jeder, der in so einer Kabine mal war, der weiß, was ich meine. Jeder, der vielleicht noch nicht drin war, weiß es nicht. Dann ist es auch schwierig zu erklären. Ist aber nichts Schlimmes, wenn man das nicht so nachempfinden kann. Und wenn er auf dem Platz steht, dann weiß man und er weiß auch, was er bringen muss, damit er weiterhin zweite Liga spielen kann. Das ist eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Routine. Für mich der beste Kopfballspieler der Liga nach wie vor. Und das bedeutet eine gewisse Bedrohung bei offensiven Standards, gibt uns eine richtige Sicherheit auch bei langen Bällen vom Gegner. Und er weiß auch, wie er sich anstellen muss, dass er vielleicht ja, gewisse Dinge, die das Alter mit sich bringen, gar nicht zum Tragen kommen. Und deswegen, ich musste letzte Woche schmunzeln, ich habe irgendwo aufgelesen, dass keiner so richtig wusste, was auf einen zukommt, wenn Gordy jetzt spielt. Und ja, ich war nicht überrascht. Ich wusste genau, was ich bekomme. Ich war hochzufrieden und mir hat, glaube ich, gerade so in dieser Phase, als wir zu zehnt waren,
hat man seinen Wert gesehen. Ich glaube, jede Flanke wurde da weggeköpft oder weggegrätscht. Und ja, es macht einfach großen Spaß, mit so einem Spieler zusammenzuarbeiten. BadenTV schreibt gerade nochmal anknüpfend an die Lobeshymne für Daniel Gordon. Was kann denn ein Dominik Rother beispielsweise von ihm lernen? Ach, ich glaube, wir reden da zu viel über einzelne Spieler. Ich habe da oft genug zu diesem Thema was gesagt. Ich bin froh über jeden Spieler, der da ist. Ich freue mich auf jeden Spieler, jeden Tag. Und ich glaube, da sollte man es mal dabei belassen. Ich bin jetzt so ein Freund davon, jede Woche über ähnliche Dinge dann, vor allem über einzelne Spieler, immer zu philosophieren, sondern wir haben einen Auftrag. Der Auftrag ist, den KSC sorgenfrei durch die Saison zu bringen. Darauf freue ich mich und da arbeite ich mit jedem gerne zusammen.